Was geht ab, Leute? Letzter Tag in meiner wunderschönen Wohnung hier an der Marina. To be honest, Leute, diese View werde ich auf jeden Fall vermissen. Aber heute geht es nach Downtown. Downtown ist auf jeden Fall eine Gegend in Dubai, wo ich lieber wohne als in der Marina. Einfach wegen den Leuten, die rumgehen in Downtown. Hier sind halt sehr viele Touristen. Ja, und in Downtown sind eher so Business-Leute. Du lernst einfach bessere Leute kennen in Downtown. Hier ist mehr Spaß, Downtown ist mehr Business. Und ich bin in Dubai auf jeden Fall auf Business fokussiert. Das heißt, ich packe jetzt meinen Koffer, gehe zur Dubai Mall, weil ich kann nicht einchecken in mein Airbnb erst um 15 Uhr. Und am Abend habe ich heute ein Event, ja, das werdet ihr später sehen. Also, let's go. Tag in der Früh sitze ich hier, trinke meinen Starbucks und journal und schaue über die Marina. Also Leute, hier seht ihr das neue Airbnb. Sieht sehr aus wie ein Hotel oder sowas. Wurde gerade ein bisschen später eingecheckt, war ein bisschen ein Patient, der Check-in-Typ, aber ist okay. Balkon, View ist nicht so gut wie in der Marina, aber die Lage hier ist einfach nice. Und das Ding ist, du merkst direkt, dass die Leute in Downtown, die in den Häusern hier sind, einfach andere Leute sind. You know? Es sind auf jeden Fall nicere Girls. Die Leute schauen nicht so aus wie Touristen oder sowas, sondern als würden sie hier wohnen, als würden sie viel Gym gehen im Gym. Das Gym hier ist gut, das ist wichtig. Das heißt, also ich werde hier jetzt einfach auspacken. Hier hinten, da seht ihr Ballers. Es ist so ein Platz, da kann man Fußball spielen, Tennis spielen und sowas. Aber auf jeden Fall Bock, Tennis zu spielen hier in der Nähe. Hier in der Nähe ist das Gebäude, wo ich letztes Mal war. Also Downtown Business Bay, das ist wirklich die beste Gegend, meiner Meinung nach. Du kommst schnell in die Stadt. Du hast gute Leute hier. Was ich zuerst gemacht habe, Leute, ist, ich war was essen bei Bosporus, bei Dubai Mall. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht über mein Produkt, ja, um die School Community, um den Inner Circle. Was ist wirklich das Goal vom Inner Circle? Welche Leute möchte ich im Inner Circle drin haben, ja? Wie möchte ich die Community aufbauen? Ich habe mir auch überlegt, soll ich es englischsprachig machen oder nur Deutsch? Ich habe mit Hassan von New Money darüber geredet, falls ihr ihn kennt. Er meinte, ich soll es auf Deutsch halten, weil es ist ein guter USP. Und ich denke auch, es gibt sehr viele englische Communities. Auch wenn ich gute englische Kontakte habe, denke ich mir, egal, ich mache es auf Deutsch, weil es ist ein guter USP. Und wir haben dann eine deutsche Community weltweit. Ob Bali, Dubai, fucking Phuket, Bangkok, überall kannst du mit deutschen Leuten connecten, die stabil sind. Das heißt, wenn du Inner Circle joinen möchtest, kannst du dich anmelden, wenn du online Cash machst und um die Welt reisen möchtest und mit anderen Leuten connecten möchtest, die das gleiche machen. Ja? Das heißt, ich werde nächste Woche auf jeden Fall sehr viel daran arbeiten, School besser machen, Airbnb University besser machen, Inner Circle besser machen. Alle diese Sachen, die Maschinen müssen geölt werden. Ja? Es muss gut funktionieren. Ich möchte wirklich, dass die Leute, wenn sie joinen, begeistert sind, dass sie sagen, wow, das ist extrem krass und nicht nur, okay, sie sind zufrieden, sondern wow. Das ist dope, das ist mehr, als ich mir erwartet habe, you know? Das ist mein Goal. Dubai ist einfach eine extrem gute Stadt dafür, um einfach zu Hause zu bleiben und zu grinden, um irgendeine Sache besser zu machen. Ich habe wirklich Bock, einfach zu worken gerade. Nämlich die ganze Maschine muss passen, der ganze Funnel muss passen, das ganze Marketing muss passen. Und danach gehe ich wieder nach Thailand und ich werde extrem viel Content machen, nächsten Monat. Und ich werde viel Aufmerksamkeit bekommen, ja? Weil ich werde Content machen, der clickbait ist, ich werde Content machen, der entertaining ist, etc. Jetzt gerade ist es einfach so dokumentieren. Das ist wirklich entertaining Content ab nächstes Monat. Dann wird die Maschine geölt sein und alles wird funktionieren, weil die Leute werden reinkommen, die Leute werden es sehen. Dann werden die Leute auch das Produkt kaufen. Das heißt, guck zuerst, nimm dir eine Zeit, um das Produkt gut zu machen. Jetzt gerade nehme ich mir einen Monat, mache das Produkt extrem gut. Danach nehme ich mir wieder ein, zwei Monate, werde promoten etc. Ja? Jetzt packe ich einmal aus hier, mache mich dann ready. Ich gehe später zu so einem Yacht-Event von DXB Kickstart und werde euch mitnehmen. Let's go, Leute. Die Leute, der Immobilienmakler eures Vertrauens, schick hergerichtet, gehe jetzt zu diesem Yacht-Event. Was sagt ihr, Leute? Haartransplantat, ja oder nein? Kein Plan, to be honest. Es ist mir ziemlich wurscht, aber ich denke mir, es wäre schon sick, eine krasse Hairline zu haben. Mal schauen, vielleicht scheiße ich drauf, wahrscheinlich scheiße ich drauf. Also Leute, Yacht-Event, ich gehe jetzt hin, werde dort einige Leute treffen, einige deutsche Leute in Dubai und wir gehen dann noch was essen, werde mir auch eine Zigarre mitnehmen, die ich in Bangkok geschenkt bekommen habe von jemandem, weil ich rauche eigentlich nicht Zigarren. Aber wenn du bei so einem Event bist, kannst du schon mal eine Zigarre rauchen, you know? Wie gesagt, wenn du in Dubai bist, geh einfach zu allen Networking-Events, weil dafür ist Dubai gut. Du wirst immer krasse Leute kennenlernen. Immer Leute kennenlernen, die dir einfach schon 10 Steps voraus sind, die dir helfen können, ja? Die dir guten Advice geben können. Vielleicht kannst du dies machen mit Leuten. Vielleicht ergeben sich irgendwelche Partnerschaften. Man kann sich gegenseitig einfach aushelfen, you know? Dafür ist Dubai gut. Das ist die eine Sache, für Dubai richtig cool ist, you know? Making money, Business. Also, let's go. Tim, genau. Tim, kann man nicht auf den Kopf machen? Ah, okay, okay. Also Leute, ich bin wieder zurück in mein Apartment.
Und ja, habe nicht so viel gefilmt dort, habe eher mit den Leuten gelabert, mit vielen Leuten connected. Die meisten Leute dort haben OnlyFans gemacht und es ist schon interesting, mit 40, 50 Leuten zu sein. Der Großteil macht über 100k im Monat oder auf jeden Fall über 50k im Monat. Und ja, das Ding ist, du kannst auch viel lernen von Leuten, die andere Businesses machen, wie zum Beispiel OnlyFans, weil sie haben mir ihre Akquise-Methoden erklärt, wie sie die Sales machen etc. Und viel kann ich auch anwenden, weil bei OnlyFans denken die Leute oft extrem um die Ecke, was Akquise betrifft, weil es einfach schon so saturated ist. Und du musst auch, was Marketing betrifft, extrem um die Ecke denken. Und deshalb ist es ganz interessant. Ja, ich habe auf jeden Fall Abendgenossen viele gute neue Connections gemacht. Und wir haben auch viel darüber geredet, welche Orte wirklich am besten sind zum Leben, weil die meisten waren auch schon überall. Warschau, viele sind in Polen, viele sind in Osteuropa, viele sind in Dubai natürlich. Und ich bringe ein bisschen Thailand auf die Map, denke ich. Ich erkläre vielen Leuten, wie es in Thailand ist. Und viele sind auf jeden Fall interessiert, haben Bock, das auch mal abzuchecken. Manche mochten Thailand nicht so, aber ich denke, Thailand ist geil, wenn du ein gutes Network hast. Das heißt, wenn du kein gutes Network hast in Thailand, dann ist es vielleicht ein bisschen lame. Deshalb join im Inner Circle, wenn du Bock hast, wenn du nach Thailand kommen möchtest, wenn du schon Cash machst online. Und du kannst mit ein paar nice Leuten connecten, du kannst mit meinem Network in Thailand connecten, you know. Und viele von diesen Leuten haben auch schon mal meinen Content gesehen auf YouTube. Und das ist einfach wild, welche Leute ich gerade erreiche mit diesem Content. Es sind nicht zu viele, aber die, die ich erreiche, sind einfach groß, also extrem wertvolle Connections, extrem krasse Leute teilweise, you know. Deshalb beginn einfach Content zu machen über das, was du machst. Wenn du Content machst über Business, wirst du dope Leute erreichen. Es wird extrem gut sein für Networking. Die Leute werden dich schon kennen, bevor sie dich wirklich treffen. Was ein Vorteil ist. Genau, wenn sie dich nicht mögen, mögen sie dich nicht. Wenn sie dich mögen, ist cool. Das heißt, Leute, das war jetzt ein Tag von mir in Dubai. Aber wie gesagt, Digga, nächste Woche Work. Und auf jeden Fall, was die Leute meinten, Dubai ist die beste Stadt für Arbeit. Wenn dich nur Business interessiert, du willst im Business weiterkommen, dann komm nach Dubai, weil du lernst einfach zu krasse Leute kennen. Und das ist einfach das Ding, Leute, diese Connections, diese Informationen bekommt ihr nicht im Internet großes. Ja, die bekommt ihr nur in real life. Ja, das sind Leute, die haben kein YouTube und erzählen euch, was sie machen. Das sind Informationen, die bekommst du nur, wenn du die Leute face to face triffst. You know? Da kannst du auch mehr rauskitzeln. Ja, kannst du krassere Infos bekommen. Das heißt, ihr müsst wirklich schauen, dass ihr um die richtigen Leute kommt. Und wenn euer Umfeld nur Trash macht, dann ändert euer Umfeld und euer Leben wird sich verbessern. Genau, Leute, also like und subscribe, join the school community. Morgen gibt es einen Call über Personal Branding oder heute, je nachdem, was online ist. Wahrscheinlich heute um 16 Uhr. Ich werde euch meine Erfahrungen sagen zu Personal Branding, was ich auch von anderen Leuten gelernt habe, was ich von Tai Lopez gelernt habe, etc. Ich werde den Call morgen vorbereiten und ich freue mich so auf nächste Woche. Ich freue mich so, hier zu worken. Es wird dope. Diese Stadt ist so schön, Leute. Also, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Let's go.